Paparazzi ist da, neuer Tag, neues Glück. Katja, nee. Ich habe eine ganz scharfe Schere gefunden. Da kann man Finger mit abschneiden. Ja, meine nicht. Oder Gummis zerstören. Eine Schafschere. Wir sind schon seit ein bisschen dran, gell? Ich habe schon einen Mittagsschlaf gemacht vor lauter Wut. Ich war so auf 180 Volt. Das wolltet ihr nicht erleben. Jens? Da kommen die. Ist bei dir eine Schraube locker? Ja, noch einige. Noch einige. Guckt mal hier, Leute. Fensterscheibe. Aber der Weg zu dieser Scheibe war ein sehr langer, ein sehr mühseliger, ein sehr aggressiver. Hier vorne, Scheibe, drinnen. Ja, wer jetzt sagt, der Keter ist noch nicht richtig. Natürlich ist der Keter von der Heckscheibe, den haben wir nur erstmal reingemacht, damit die sich anlegt, die Scheibe. Vorne haben wir eingebaut. Hier müssen wir nochmal. Problem bei der Geschichte war vorhin, uns tun die Arme weh, die Hände weh, die Füße weh und alles. Also die Seitenscheiben hinten beim Wartburg Tourist gehen doch sehr bescheiden rein. Das Problem ist einfach, dass die ganzen auch alten Neuware-Gummis, die wir haben, dann immer weggerissen sind. Und zwar weggerissen hier, in diesem Falz hier, in diesem Klebeknick. Das war natürlich ein bisschen problematisch. Oh, guck mal, der Jens macht schon hinteren Kotflügel dran. Ach, war das schön. So, und auf jeden Fall wird das jetzt alles schick gemacht. Und wir versuchen uns dann nochmal mit der Scheibe, also wenn wir die drin haben, dann ist schon wieder die halbe Miete gelaufen. Das ist das Schlimmste von allen weg, dann kann auch der nächste Kotflügel schon wieder dran. Weil wir lassen die mit Absicht ab, die Kotflügel, dass du mit den Knien ein bisschen näher ran kannst, dass wir nicht gleich wieder die Kotflügel kaputt machen und zerkratzen. So, dann hier geht es auch weiter. Armaturenbrett ist eingebaut. Wir haben heute beschlossen, wir werden keine Knöpfe reinmachen. Das Ding fährt ohne Licht. Das sieht so schön aus. Gell, Jens? Ja. Oder? Es ist schade, da die Löcher reinzuschneiden. Sehe ich also. Ich hätte nicht mal den Angstgriff da reingeschnitten. Es sieht auch aus. So ein naked Armaturenbrett, ne? Das hat was. Naja, auf jeden Fall haben wir das mal in dem Stil gemacht. Wartburg 311 Innenmaterial war das. Und das ist auch das jetzt mal, jetzt kann man es ja verraten, das ist ja auch die Idee, die wir haben, die Sitze dann so zu satteln. Ne? Und das, was unten braunes Kunstleder ist mit sowas, und dann mal gucken, dass man eine hellere Sitzfläche findet. Oder auch eine dunkle. Mal gucken, wie es am besten passt. Ja. Andi hat die Geduld mit mir und die Spucke mitgebracht, dass wir hier, da bastelt er eins zurecht. Das ist mal neuer Gummi. Ja. Neuer Gummi. Einmal ich habe gestern schon gesagt zu Jens, der kennt sich ja mit Gummis nicht so richtig aus. Sieht man ja in den zwei Kindern. Oder sind geplatzt. Aber sei froh, dass eins von den Kindern gehört dir jetzt, gell? Ja. Ja. Das ist auch ganz nett. So, jetzt kommt hier gleich ein bisschen Profilgummikleber dran. Wir haben sogar mal was mit Kunst gemacht. Das ist neues Gummi. Das hatte ich noch liegen. Neue Gummis für Wartburg gibt es übrigens entweder beim Otto Schinke oder bei Misselwitz. So, das Misselwitz Altenburg. Da sage ich auch mal ganz brutal, Fenstergummis sind eigentlich komplett Produktion Misselwitz. Otto Schinke verkauft sie auch weiter, aber zu denselben Preisen. Alle anderen haben dasselbe Material. Aber wir reden von Fenstergummis. Ne? Wir reden jetzt nicht von den schönen Traggelenkgummis zum Beispiel. Diesen Gummimanschetten, die der Frank Pohl nachgemacht hat. So, jetzt gibt es hier ein klein bisschen Profilgummikleber in die Ecken. Einfach mal gucken, was passiert, wie das geht und dann zusammengefetzt. Lass uns mal eine halbe Stunde liegen und dann probieren wir es nochmal einzuziehen. So, und hier ist das mit den Gummis. Jetzt zeige ich euch meine Schere. Jetzt zeige ich euch meine Schere, weil das ist wirklich total cool. Hier liegt ein Gummi. Dick. Dicker Gummi. Da, pass auf. Klack. Aha. Klack. Das ist ach, wie so eine Hähnchenschere. Ja, das macht mir Spaß. Irgendwas zerstören. Hier. Schöner kleiner Schnitt. Ach, das, Alter. Ich könnte es nochmal machen. Das ist heute, das ist, so kann man Gewalt, so kann man wirklich Gewalt loswerden, die in einem drinnen steckt. Einfach immer kleinschneiden ist dann auch für den Müll viel schöner. Das spannt das dann nicht so in der Mülltonne. Und noch eins und noch eins und noch eins. Und ich schneide jetzt noch ein bisschen Gummis. Ich habe Gummigranulat gemacht. Gummigranulat. Und wisst ihr, was ich damit mache? Weil wir gehören ja alle irgendwo ein bisschen zusammen. Das schicke ich den Eckartsbrüdern. Weil die haben ja, die stecken ja immer bei dem Wartburg-Kalender, stecken sie die Mädchen ja immer in so, die hübschen Mädels da, in so Gummihosen rein. Und aus diesem Granulat werden nämlich diese Gummihosen, diese Latexhosen gemacht. Also das ist nämlich eigentlich, ne, dass ihr das jetzt mal alle wisst, Wartburg-Scheiben-Keder-Gummi. Und das taucht dann im Wartburg-Kalender wieder auf in Form von Abdeckung des der Beine, des Körpers, das werden Gummihosen. Jensi, mach den Schraubmeister. Wir haben eben schon gesagt, hier, die armen Schweine, die das im Werk mit so einem Schlüssel gemacht haben. Ja. Da machst du dich aus der Feile. Da machst du dich aus der Feile. Aber die hatten ja für den Takt auch eine halbe Zeit, da hast du ja gehört 7 Minuten. Ah ne, das war der Himmel. Ne, 15 Minuten pro Himmel hatten sie. 15 Minuten pro Himmel, wenn sie gut waren, haben sie 2 in 15 Minuten geschafft. Müssen wir überlegen, das sind 8 Himmel in der Stunde, gell?
Wenn sie 33 Autos pro Schicht gemacht haben, müsste noch mal einer rechnen, über vollen Zehner. Das ist 4 Stunden Arbeit gewesen. Waren die fertig, hatten die 4 Stunden, deswegen können ja im Plattenladen stehen. Ja, Holger, das war gut. Holger, das war gut. Da stand ich im Plattenladen, am dritten Takt, in der Reihe. Es sieht aber schon jetzt ein bisschen schick aus, muss man schon mal ehrlich sagen. Das wird. Das wird toll. Nee, du kriegst dann immer, wenn hier hinten was reif ist. Ja, ich denke mal, wir werden da hier hinten, werden wir Silikat reinmachen. Ja, weil hier ist viel. Hier sehen wir, nee, generell würde ich hier Silikat reinziehen, weil das sieht schöner aus, also wie so eine kleine Silikonfuge machen. Das ist dann schicker. Das macht Onkel Martin dann. Das ist nämlich der, hat das voll drauf. Der hat. Ich will ja, Jens, jetzt siehst du einfach hin, da bleibst du ja gleich dort. Dann fahren wir erstmal zum Camping. Die Beine zu kurz. Die Beine zu kurz. Genau, der letzte Wagen ist immer ein Kombi. Ja. Katja hat schon wieder Fenster geputzt, kann man schon wieder durchgucken. Das ist einfach nur genial. Andi macht ein bisschen Toni-Vorbereitungsarbeiten. Mhm. Weil da legt man doch auch ein bisschen Wert drauf, ne? Ja, ist Kontaktgeschichten gerade. Ja. Hauptversorgung und alles. Ja, wir stehen hier auf Kontakte. Ja. Das heißt, hier abschneiden, die ganzen Bibusse und neue dran. Es ist am Ende ist es wirklich so, die hatten ja hier in den Kabelbäumen, der hier war, waren ja nur hier Zyklus hier drin. Hier habe ich übrigens noch Granulat für die Eckerts. Hier, da, mit diesen komischen blauen Dinger, das geht hier überhaupt nicht, Leute. Also normalerweise, um das mal zu zeigen, zu DDR-Zeiten, gell? War das hier drauf, da, ist die, so sahen die aus, das waren ganze Rollen. Wir haben da noch ein paar Rollen für den Zeug. Und dann sind diese Kabelschuhe, die müssen dann abgeknipst werden. Und irgendwann hatte ich mal 4 solche Rollen abgeknipst. Ach, dann macht die Kamera wieder. 4 Rollen abgeknipst, aber guck mal, das ist nicht viel. Das ist schneller weg, als man gucken kann. Und so haben wir hier unser sortiertes Kistchen. Alles da. Alles schön, anständig, gerade Elektrik. Und so bereiten wir ein bisschen vor. Und das, was wir heute vorbereiten, das muss Toni da nicht machen. Das heißt, Toni kann sich rein aufs Anklemmen konzentrieren, Sicherungskästen rein, zack, 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 zack. Da machen wir natürlich ein paar Meter wieder. Ja. Hier drüben gucken wir auch nochmal. Hier machen doch mal hier welche dran. Der bringt uns um. Da machen wir einfach welche dran. Das ist für ein Scheinwerfer. Nein, da machen wir keine dran. Aber wir könnten es mal probieren. Ja. Hier vorne, das müssen wir auch noch. Ja. Naja, so ein paar Dinger machen wir neu. Auch hier vorne, das sind alles. Da kommen jetzt überall neue dran, weil wir einfach die Chance haben, schneiden sie ein Stück ab und machen mal schön. Denke ich auch. Denkst du auch? Ach, guck doch mal, wie schön das aussieht. Das ist, die Scheiben sind drin. Also für mich jetzt, mein Herz ist ja jetzt so beruhigt heute. Das hat mich ja wahnsinnig gemacht. Wirklich wahnsinnig gemacht. Das hat mich heute Morgen auch wirklich in Aggressionen aufgesetzt. Denn wenn das nicht funktioniert, da kann ich ja mal Diva werden. Katja? Nein. Was denn? Oh. Nein. Katja schmeißt den Müll in den Sack. Oh, oh, oh. Ach so, Felgen haben wir gekriegt. Hier, Emma ist gerade da. Emma hat frisch gepulverte Felgen gekriegt. Wir haben so ein bisschen das Silber mal raus experimentiert aus DDR-Zeiten. Wir haben es getroffen. Ich denke, wir haben das Original-Felgen-Silber getroffen. Nicht wir, sondern unser Pulvermeister. Und das Ganze auch gleich noch mit Klarlack. Also das soll gar nicht matt sein. Das kann ruhig ein bisschen glänzen. Das sind aber jetzt die vom Hänger. Das sind einfach die Probefelgen gewesen, weil da kam es nicht drauf an. Und genau so wollen wir sie für den Jens haben. Das heißt, in 2 Wochen spätestens haben wir auch die Felgen. Das wird alles wirklich so eine Nummer. So Harakiri auf die letzte Sekunde. Quasi wie immer. Ja, aber das zu schaffen ist gefährlich. Aber wir dringen es immer meistens hin, das ist das Problem. Ja, das ist das Problem. Oder das Coole. Warum, wenn wir es können. Ja. Ich hoffe, nicht, dass wir jetzt die große Klappe haben und dann können wir es halt nicht. Naja, das sehen wir dann. Hast du ein Video von mir? Warum soll ich denn kein Video von dir machen? Schießt du jetzt einen Kotflügel im Helm? Moment. Ja, sieht gut aus. Ja? Meinst du mich oder meinst du das Auto? Das Auto. Dreh dich doch mal rum. Ja, hammergeil. Da jetzt noch die Türen drin sind, dann wird das natürlich was Rundes. Da kriegt er als erster Wasser ab. Also für 2 bis 3 Tage Montage, gell? Ja. Krasse Nummer. Oh, wenn der erst die Türen drin hat. Vor allem die Scheibchen hier hinten drin. Herrlich, 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 herrlich. Siehst du, das wollte ich vorhin suchen, hier die Blenden für außen. Die hätten wir euch schon einklopfen können. Das sieht gut aus, das gefällt mir. Sehr, sehr geil. Oh, bist du grundzufrieden? Na, aber sicher. Aber sicher.
Was hat Andi vorhin gesagt, da wo du wohnst am Ehrensteig? Wenn du die Karre vor der Tür parkst, weil orange fährt nur die Müllabfuhr. Orange fährt nur die Müllabfuhr, da stellen sie Mülltonnen dann raus. Wenn du durchfährst durch den Stich, stellen sie alle die Mülltonnen raus. Ja. Oh, sehr gut. Das war ein echter Andi-Orte. So, wunderbar. So, dann packen wir jetzt rein, fahren wir auf die Bühne hoch und ziehen mal unten die Gummis rein, die Schwellergummis unter der Tür. Haha, habe ich alles schon vorbereitet. Alles so Kleinigkeiten. Das bist du schon wieder. Das weiß ich doch nicht. Dumme Videos machen, hä? Bei dummen Videos, deswegen bin ich ja zu dir gekommen. Oh nein, wir haben gute Laune, Leute. Ja. Wir haben Ölwechsel gemacht. Hier ist altes Öl. Getriebeöl. Und da der Andi ja hier heute so sauber ist, duscht er heute Abend mit Getriebeöl. Also mit alten Getriebeöl. Damit er wenigstens ein bisschen nach Autoschrauben riecht. So, dann haben wir jetzt noch so ein paar Kleinigkeiten gemacht, außer Getriebeölwechsel haben wir hier diese Gummis reingesetzt. Übrigens ist das auch so eine Diskussionsgrundlage. Manche sagen, sie lassen diesen Gummi mittlerweile weg, weil dann die Düren von unten nicht mehr rosten. Ja, da ist die Schraube noch dran. Die musst du rausmachen dann, aber nicht jetzt. Nicht jetzt. Machen wir jetzt zum Schluss. Lass den da oben ein bisschen drüber, den Kantenschutz, nur dass die Kante ein bisschen geschützt ist. Dafür ist es ja Kantenschutz. So, das kannst du auch keinem mehr zuhören hier. So, das ist aber hier nach 20 Stunden Autoschrauben. Hier haben wir die Stangen dran gemacht. Ich finde das hier schon total begeistert. Gell? Sitze rein, los geht's. Aber wir haben jetzt eben haben wir beschlossen, der Puff fehlt noch hier. Da ist gar kein Puff dran. Kein Motor, kein Auspuff. Kein Motor, kein Puff. Dann sage ich dann zu Katja, mach mal wieder Puffgeräusche. Dann sagt sie, ding, 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 ding. Ja, aber es ist ja der Auspuff, nicht der Motor. Der Auspuff macht. Solange die Puffgeräusche nur aus dem Mund kommen. So, für Toni Bernstorff haben wir vorbereitet. Toni, guck mal hier, alles neue Stecker, so wie es der Herr wünscht. Der Vorteil ist natürlich dann, Sicherungskästen draufschrauben, zack, 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 zack. Das macht Toni alles blind, da brauchen wir fast kein Kabel. Nicht Schaltplan. Das ist ein Stromlaufplan. Die meisten sagen immer Schaltplan dazu, stimmt eigentlich gar nicht. Wir schalten ja nicht. Das ist da, wo der Strom lang läuft. Ja, die haben Schaltplan drauf geschrieben, das ist aber falsch, also technisch falsch, als Elektriker lernst du das anders. Ja, das ist ein Stromlauf. Ja, das ist nicht der Strom, da läuft der Strom. Das ist schon ein bisschen vor dem Bogen. Das ist wortlos. Wortlos? Oder wortkarg. Wortkarg. Jens, zeig, was du da gebastelt hast. Nee, das gehört normal. Das hast du schön gemacht. Ich angerollt und angepresst und angedrückt und draufgeklebt. Ja, hat er sich Mühe gegeben, das hatte ich schön gemacht. Ja, da geht es jetzt am Mittwoch weiter. Mittwoch werden wir hier unten die Kisten auseinandernehmen. Haben wir auch schon ein bisschen aufgeräumt. Und in diesen Kisten drin ist das Türinnenleben. Heckscheibe ist auch schon vorbereitet, Gummi ist schon drin. Wir brauchen Heckklappe. Ich will nur die Heckklappe. Ich schicke dir mit Lackierer jetzt ein Foto. Wir brauchen Heckklappe. Am besten morgen. Da hält mir das auch noch drin, das macht keinen Krach. Aber jetzt bin ich sehr zuversichtlich, also Heimweg kann kommen. Oder, Andi? So langsam, ja. Wenn der Motor nicht läuft, dann fahren wir ihn auf Akku, auf Batterie. Ja. Ja, auf Anlasser. Vorne hier so einen Schlagschrauber dran. Auf Anlasser, genau, mit Schlagschrauber fahren wir das Ding. Einer setzt sich vorne rein und schmeißt mal eine Motor vorne aufs Getriebe auf. Dann geht's los hier. 5, 6 Ersatzakkus mit dazu, machen wir Elektroauto. Eigentlich könnte das gehen, ja? So, ja genau. Ganz genau. Wir könnten wir fahren, aber wir müssen jetzt noch was kriegen, was es übersetzt. Das ist aber nicht das Problem, das kriegen wir hin. Das ist eigentlich ja, einfach. Wir brauchen jetzt nur von der Kupplung das Innenleben auf so eine Nuss schweißen. Ich habe da schon eine total doofe Idee. Weißt du, die bauen einen Elektromotor ein für einen Haufen viel Geld und wir nehmen einfach hier irgendeinen Akkuschrauber. Makita hat Ewald, irgendwas, herrlich. Ja, irgendwas, was richtig zerrt. Ach so, Kamera ist, jetzt fängt es an und wird lustig oder dumm. Jetzt hören wir auf, jetzt sind wir fertig für heute und es reicht. Wir sind zufrieden. Nächsten Mittwoch, Jens wieder, was war's? Spätschicht. Ja.